Willkommen im High-Five-Channel. Hallo, die neue YouTube-Startseite macht es uns wirklich sehr schwer, unseren Abonnements zu folgen. Wir können uns unsere Abonnements zwar einzeln anzeigen lassen, jedoch ist das sehr unübersichtlich, da sie uns dann nicht alle auf einer Seite übersichtlich dargestellt werden. Hier hingegen auf der Startseite werden uns relativ random die neuesten Videos unserer Abos angezeigt. Nicht gerade sehr nützlich, besonders wenn man wie ich über 100 Kanäle sind es jetzt bestimmt abonniert hat. Aus diesem Grund werde ich euch heute eine Möglichkeit zeigen, die Abonnements auf der Startseite übersichtlicher darzustellen. Wir wechseln zu folgender Internetseite, Link in der Beschreibung, und klicken im Google Chrome auf Install. Nun auf Weiter, Hinzufügen und nun ist diese Erweiterung bereits installiert. Jetzt gehe ich wieder auf YouTube, lade meine Startseite mal neu, um das Ganze zu demonstrieren. Und wir sehen nun, sobald das Ganze geladen ist, dass mir meine Abonnements übersichtlich aufgelistet dargestellt werden. So ähnlich wie das auf der alten YouTube-Startseite der Fall war. Über den Button Show More Thumbs kann ich mir mehr Videos eines einzelnen Abonnements anzeigen lassen. Das dauert immer ein wenig zum Laden, besonders wenn man sehr viele Abos hat. Doch es lohnt sich, finde ich. Wobei ich mir vorstellen kann, dass es ab 150, 200 Abos schon ziemlich hart für den Internetbrowser wird, das Ganze darzustellen. Ich kann mir vorstellen, dass das zu Fehlern führen kann oder zu einer unendlich langen Ladezeit der YouTube Startpage. Wenn man allerdings so viele Abonnements hat, sollte man sich eventuell auch überlegen, einige zu kündigen oder zu deabonnieren. Denn so vielen Leuten kann man praktisch gar nicht folgen. Da sollte man die Rumpelkammer mal ein wenig ausmisten. Das habe ich auch vor kurzem mal gemacht. Wir können Videos als gesehen anmarkern. So sehen wir dann direkt, dass wir ein Video, welches hier erscheint, bereits gesehen haben. Wir können Videos über das X hier wegklicken, so müssen wir uns das Video nicht noch einmal ansehen, beziehungsweise können uns so merken, dass wir uns das Video nicht ansehen möchten. Falls wir ein Video schon mal gesehen haben, wird uns das natürlich auch angezeigt. Ja, sehr nützlich das Ganze. Wollte ich nur mal gezeigt haben, ein sehr nützliches Add-on für den Google Chrome Webbrowser, funktioniert übrigens auch für andere Webbrowser. Have fun!